Ja, hallo. In dieser Präsentation geht es um den zweiten Teil der Genexpression, und zwar um die RNA-Prozessierung. Wir hatten in der ersten Präsentation zur Genexpression die Transkription besprochen, wie mithilfe der DNA eine Prä-mRNA hergestellt wird. Und jetzt schauen wir auf den Prozess der RNA-Prozessierung. Hier haben wir eine Prä-mRNA. Und hier ist die fertige RNA, die sieht ein bisschen anders aus, wie man sieht. Die verlässt dann den Zellkern, um mit der Translation dann ein Protein herzustellen. Gut, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Modifizierung der RNA im Zellkern an, die RNA-Prozessierung. Da schauen wir uns mal eine RNA an. Ja, es ist eine RNA, erkenntlich daran, es ist hier keine Desoxyribose, sondern die normale Ribose. Wir haben Uracil anstelle von Thymin und sie ist einzelsträngig. Okay, wenn man das jetzt hier so sieht, UAG, GCAA und so weiter, dann kann man das vereinfacht darstellen, indem man so ein Band malt. Und dieses Band sei jetzt ein Ausschnitt aus dieser RNA, die da bei der Transkription entstanden ist. Und man sieht, das ist jetzt ein kleiner Abschnitt, und da sind noch so blau gekennzeichnete Bereiche drin. Und diese blau gekennzeichneten Bereiche, die sind für das Protein, das hergestellt werden soll, nicht notwendig. Also das ist im Grunde genommen Datenmüll, der zwischen den wichtigen Teilen steht, und der muss entfernt werden. Natürlich haben diese einzelnen Teile wieder einen Namen. In der Naturwissenschaft muss alles einen Namen haben. Die Bereiche, die exprimiert werden, also die dann genutzt werden, um ein Protein herzustellen, die nennt man Exons. Nummeriert die natürlich durch. Exon 1, Exon 2, Exon 3. Die Bereiche, die den Datenmüll enthalten, die so reingesetzt sind, praktisch, das sind die Introns. Intron 1 und Intron 2. Gut. Und der erste Schritt der RNA-Prozessierung bedeutet, dass man diese Prä-mRNA verwendet und die Introns herausschneidet. Da gibt es Enzyme, die schneiden das heraus. Den Vorgang nennt man Spleißen. Dann werden die Exons zu einer fertigen RNA, mRNA zusammengesetzt. Wie sieht es im Einzelnen aus? Jetzt schauen wir uns einfach mal eine mRNA, die aus zwei Exon bestünde und nur ein Intron enthielte. Das schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir ein 5' und ein 3'-Ende und haben dann hier eine 5'-Spleißstelle und hier eine 3'-Spleißstelle. Das sind die Stellen, an denen dann geschnitten wird. Ja, wie werden die denn erkannt? Es gibt kleine Proteine, die heißen U1, U2, es gibt noch mehr, werden wir gleich sehen. Und die nennt man Small Nuclear Ribonucleic Particles. Das ist natürlich ein Wortungetüm. Und deshalb kürzt man das ab, SNRNP, S. Und selbst das könnte man im Labor, also wenn ich habe heute SNRNPs untersucht, das wäre Quatsch. Deshalb spricht man diese Abkürzung als Wort aus im Englischen, und dann heißen die SNRPs. Ein bisschen merkwürdige Wortschöpfung, aber was soll's? Wenn man von SNRPs spricht, weiß jeder, was gemeint ist. Gut, diese SNRPs, die lagern sich tatsächlich in der Nähe der Spleißstellen an die RNA an. Wie sieht das aus? Man sieht hier die SNRPs. Und die enthält RNA. Ja, man sieht, das ist keine DNA, da ist ein Uracil drin. Und das ist jetzt eine weitere Form von RNA. Wir haben also die mRNA kennengelernt, wir haben die tRNA in der letzten Präsentation kennengelernt, wenn es um den Aufbau der RNA ging. Und hier haben wir jetzt die SNRP-RNA. Da ist tatsächlich in das Protein kleine RNA-Schnipsel eingelagert. Und mit denen erkennt die Spleißsequenz, die in den Introns zu finden ist, und bindet über Wasserstoffbrücken mit denen. Man sieht, hier passt es nicht ganz, deshalb wird da so ein kleiner, wird das Ding ein bisschen gefaltet. Ja,
So werden tatsächlich die Stellen gefunden, an denen gespleist werden muss. Was ist der nächste Schritt, wenn die angebunden haben? Es bildet sich eine Schleife, die U1 und U2 Snurbs, die lagern sich zusammen und deshalb gibt es hier eine Schleife. Jetzt kommen weitere Snurbs dazu und da gibt es ein Hin und Her und Austauschen, die lagern sich an und gehen wieder weg. Und dann werden die Snurbs, die eine Schneideaktivität haben, aktiviert und es wird, da habe ich vergessen zu sagen, dieses Gebilde hier mit den Snurbs und den Schleifen, das nennt man Spleißosom, ein Spleißkörperchen. Ja, das ist ein Begriff, den man vielleicht auch wissen sollte. Und jetzt wird, wie gesagt, geschnitten. Das heißt, hier wird durchtrennt und wir haben die Schleife hier übrig. Und jetzt wird an der anderen Stelle auch noch getrennt und die Exons werden verknüpft, 5-3-, und das Intron wird tatsächlich zerlegt enzymatisch in die einzelnen Nukleotide. Das sind lauter mRNA-Nukleotide und die werden für neue mRNA benutzt. Und wir haben jetzt tatsächlich draußen, also die Snurbs schneiden die Introns raus und verschweißen die Exons miteinander. Super Sache eigentlich. Okay, ich will es jetzt an der Stelle mal noch in die Mitte rücken. Jetzt kommen nämlich zwei weitere Veränderungen noch. Das hier ist ein Guanosin. Das heißt, hier ist ein Guanin und hier ist ein Ribose tatsächlich. Und jetzt passiert Folgendes: Hier an diesem Stickstoff, da wird mit einer Methylgruppe dran gehängt, ein CH3-Rest. Und man kann das als Symbol dann so darstellen, dass man hier ein Nukleotid hat und da ist so ein Methylguanin. Oder man macht es einfach ein G. Und das wird hier hinten dran gehängt. Ein Methylguanin. Was für Konsequenzen hat es? Wozu ist es da? Diese RNA verlässt ja den Zellkern und geht ins Zytoplasma zu den Ribosomen. Und im Zytoplasma gibt es Exonukleasen. Das sind Enzyme, die zerschneiden RNA Stück für Stück von außen, von hinten, also entweder von hier vorne oder von hier hinten. Und diese Methylgruppe hier verhindert, dass die andocken können. Das heißt, das ist ein Schutz vor enzymatischem Abbau im Zytoplasma. Und diese Methylguanosin-Cap heißt eigentlich Kappe, ja, wie so eine Schutzkappe, kann man sich das vorstellen. Die sorgt außerdem noch dafür, dass sich die mRNA sehr gut mit dem Ribosom verbinden kann. Denn das Ribosom lagert sich an dieses Methylguanosin an. Also da finden die zusammen. Also, 7-Methylguanosin-Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kommt die 7 her. Ne? Das ist das siebte Atom in dem Ringmolekül. Gut. Die dritte Veränderung, die noch stattfindet bei der RNA-Prozessierung, es wird ein Poly-A-Schwanz angebracht. Poly heißt viel und A sind die ganzen Adenine, die da dran hängen. Warum werden da Adenine dran gehängt? Diese RNA, wie gesagt, geht ins Zytoplasma, wird an den Ribosomen abgelesen und dort wird mit der Translation, also im nächsten Schritt dann, das Protein synthetisiert. Und wenn das Protein fertig ist, kann diese mRNA für ein weiteres Protein genutzt werden und für ein drittes und für ein viertes und so weiter und so fort. Und der Prozess endet dadurch, dass die bereits erwähnten Exonukleasen die RNA Stück für Stück abbauen. Wenn die aber jetzt hier hinten anfangen zu knabbern, hier können sie ja nicht, da ist ja das Guanosin-Cap drauf. Wenn die jetzt hier hinten anfangen zu knabbern, dann dauert es eine Weile, bis die eigentliche RNA beschädigt wird. Das heißt, je länger dieser Polyadeninschwanz ist, desto häufiger kann die RNA abgelesen werden, bevor sie abgebaut wird. Das ist also sowas wie eine, ne, ich will nicht Zeitschaltuhr sagen, aber man kann es vielleicht so verstehen. Gut, das Dreistrichende rutscht dann natürlich hinten an das Adenin. Und das ist jetzt eine fertige
mRNA, eine reife mRNA, die den Zellkern verlassen kann, um dann am Ribosom übersetzt zu werden, sodass ein Protein entstehen kann. Damit sind wir am Ende. Ich fasse nochmal zusammen. Die RNA-Prozessierung nimmt eine Prä-mRNA und da wird durch das Spleißen, durch das Anbringen der 7-Methyl-Guanosin-Cap, man kann einfach Guanosin-Cap sagen, und durch das Anbringen des Poly-A-Schwanzes eine reife mRNA erzeugt. Damit sind wir am Ende. Ich würde aber ganz gerne noch als Ergänzung mal eine Krankheit darstellen, bei der da ein Problem auftritt. Und diese Krankheit ist die Thalassämie. Die tritt im Mittelmeerraum verstärkt auf und ist nicht ohne, denn die betrifft die roten Blutkörperchen. Die enthalten Hämoglobin und das Hämoglobin ist der Farbstoff des Blutes, das erzeugt die rote Farbe und ist verantwortlich für den Sauerstofftransport in unserem Körper. Und ein Gendefekt, eine Mutation sorgt dafür, dass dieser rote Blutfarbstoff nicht richtig hergestellt werden kann und dadurch funktionsuntüchtig oder zumindest sehr stark in der Funktion eingeschränkt ist. Das ist die Prä-mRNA im Schema. Es gibt drei Exons und zwei Introns für das Hämoglobin. Und zwar für die Beta-Kette, soweit ich mich entsinne. Das Problem tritt auf an der 3-Spleißstelle von Intron 1. Hier haben wir das Intron 1. Da ist die 5-Spleißstelle, also dieses Eck. Da, diese Spleißstelle ist damit gemeint. Und die Erkennungssequenz für das NURB lautet UUAG. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Wildtyp mRNA oder Prä-mRNA eines gesunden Menschen an und suchen mal nach dieser Sequenz. UUAG, UUAG, da muss man eine ganze Weile suchen und dann findet man das. Hier ist die Spleißstelle. Da wird geschnitten. Das ist Intron. Und hier ist das Exon 2, also Intron 1, Exon 2. Hier hinter UUAG wird durchgeschnitten. Jetzt schauen wir uns mal die Prä-mRNA von einem Thalassämie-Patienten an und suchen die Spleißstelle. Und da fällt auf, die tritt schon viel früher auf. Denn es hat hier tatsächlich eine Mutation gegeben. Das Guanin wurde durch die Mutation ersetzt durch ein Adenin. Das bedeutet, das Spleißesom schneidet an der falschen Stelle, nämlich hier. Und das führt dazu, dass dieses Protein praktisch funktionsuntüchtig ist. Die Menschen haben größte Probleme, wenn die Homozygot auftritt, also wenn sowohl der Vater als auch die Mutter das defekte Gen an das Kind vererben, dann kann der Mensch nur durch ständige Bluttransfusionen überleben, dadurch, dass eben neue rote Blutkörperchen zugeführt werden. Wenn meinetwegen nur, das wäre dann die Thalassämie major, also die schwerwiegende. Es gibt auch noch eine Thalassämie minor, wenn nämlich der Vater meinetwegen das defekte Gen vererbt und von der Mutter aber ein gesundes Gen kommt, sind zumindest ein Teil der roten Blutkörperchen intakt, nämlich die, die mit den Genen hergestellt werden, die von der Mutter kamen. Wenn diese Menschen allerdings dann sportliche Leistungen vollbringen oder schwer arbeiten müssen, dann kommt der Sauerstoffmangel zum Tragen. Also da merkt man schon, dass eben nicht alle roten Blutkörperchen das richtige Hämoglobin enthalten. Gut, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden mit der RNA-Prozessierung. Bis dann.